Liebe Freunde, hier ist euer Freddy. Willkommen zurück zu einer 1800, ihr Lieben. Und ja, zu einer etwas zähen Staffel, weil wir so ein bisschen versuchen, woanders runterzufahren. Ob das so die klügste Entscheidung ist, weiß ich nicht. Aber ich will das mal so ein bisschen geordneter angehen, dass wir zentral erstmal alles machen und peu à peu das dann vergrößern. Ja, hoffe mal, das wird. Finanziell sieht es okay aus. Also, es scheint da jetzt keine größeren Probleme diesbezüglich zu geben. Und ja, bin mal gespannt. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Pemmican kann, glaube ich, jetzt mittlerweile immer so ein bisschen rübergetragen werden, habe ich den Eindruck. Was sagt denn hier die Versorgung? Okay, die freuen sich so ein bisschen. Aber wir brauchen echt noch viel mehr Leute hier drüben. Alter, das ist ja, das ist echt der Wahnsinn. Da will ich aber noch mal kurz schauen, was denn hier die Produktion bei beiden Standorten sei. Also Novosibirsk und King William Island. Ja, sollte eigentlich zu wuppen sein. So. Ob das jetzt vom Heizen her und so klappen wird, gute Frage. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Deswegen geht es hier auch gleich mal weiter. Es geht weiter, ihr Lieben. So. Hilft nichts, führt nichts dran vorbei. Wir müssen es durchziehen und schauen, wie es wird. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir erstmal... halt hier Sachen setzen, wo es halt geht, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, I see. Wir wollten ja eigentlich das hier nicht so haben, sondern setzen wir hier mal noch ein paar Häuser hin. Wir brauchen hier Holz. Fahren wir gerne rüber. Fliegen, besser gesagt. Erwarte einen neuen Kurs. 75. Mehr passt ja nicht. Steuere. Das machen wir nochmal schnell. Ja, Wärme wird auch noch klappen. Das sieht noch alles gut aus. Bei diesem Tempo bleiben wir in alle Ewigkeit. Ja, wir sehen das Problem. Aber als ich, also mit dieser Arktis-Geschichte haben wir echt ein Fass aufgemacht, ne? Also ich dachte echt, Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Erwarte einen neuen Kurs. Ich dachte, man kann hier echt so irgendwie... Ja, ich dachte, ich hatte mir schon so gedacht, dass man irgendwie Arbeitskräfte oder so braucht, aber dass man die hier auch besiedeln, also siedeln muss, das war... Also da war ich so ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. So, naja, was soll's? Es geht weiter. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, wir haben jetzt ein Lager-Zwischenziel da anscheinend erreicht, oder wie? Sollen wir nochmal angucken? Ja, jetzt können hier auch Schlafsäcke rüber. Wie sieht das denn mit den Schlafsäcken aus? Ah, ist echt... Das ist nix. Das ist echt nix. Naja. Wir müssen damit halt irgendwie klarkommen, ne? Also, es hilft nichts. Jo. Schlafsäcke. Wo werden denn die Schlafsäcke produziert? Ich habe schon lange jegliches... Die werden hier produziert.
Oh Mann. Ich sehe schon kommen. Wir brauchen irgendwie noch 2 Gänsefarmen. Das sind 70 Mann. Und dann noch eine Schlafsackfabrik. Manchmal schleiche ich mich in den Hangar, um zu sehen, wie der alte Mann, Leute. Techniker herumkommen. Ja, wir müssen gucken, ne? Wie wir das hinkriegen. Deswegen. Das kann echt noch was werden. Das wird hier noch echt spannend. Ich frag mich hier, ob das hier überhaupt lohnen wird. Kriegen wir hier noch Leute versorgt? Scheint so. Ja. Das scheint so. Ich frag mich gerade, wie viele wir hingebracht haben. 1, 2, 3. Das sind 30 Leute. 30 Leute. 70. 120. Ich brauche noch 90 Mann. Noch 90 Mann brauchen wir. Das wird was. Das wird echt was noch. Das wird noch was, Leute. 3, 6. Nein, hier bringt's nichts. Hier. Oder man macht die Straße mal bis hier hin und guckt. Ah, das, daraus wird nichts, ne? Daraus wird echt nichts. Polarwächter muss auch beheizt werden, ne? Seil und so viele Äxte, wie sich finden lassen. Stellt sich jetzt echt die Frage. Jetzt 2, 1. Lohnt sich das hier überhaupt noch? Ich glaube, das lohnt sich nicht, ne? Das lohnt sich echt nicht. Das lohnt sich leider nicht. Ich bestehe darauf, dass Sie einen Schutzhelm tragen. Dann würde ich das lieber so machen. Eins, zwei. Weil dann würde ich die hier hinstellen. Und dann setze ich das hier nochmal so voll es geht. Einfach so. Ja, wobei hier die... Naja. Ne? Wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand hier. Wir überlegen uns das hier nochmal. So. 60 haben wir bei 120. Nee, 50. 70 brauchen wir noch. Noch 50. Zurücktreten. Noch 50. Das ist eine Hundeschlittenstation. Baugelände blockiert, warum? Machen wir das mal hier hin. Dann machen wir das doch mal hier hin, so. Ja. Also ich habe hier jetzt 3 gesetzt. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 120 brauchte ich, ne? 50, 70, ja, 120. 8 habe ich, 40 noch. Die Gänse fahren nochmal weg. Machen wir das mal einmal hier. So. Ich frage mich halt wirklich, wie weit die reisen müssen. Naja. Jetzt geht der alte Struggle hier weiter. Ja, können wir uns jetzt gerade nicht mehr leisten. So. Wir müssen weiterkommen. Die finanziellen Mittel scheinen uns da... Die Temperatur ist aushaltbar. Noch zwei Gänsefarmen. Wirf das in den Hochofen. Ich habe echt keine Idee, ne? Inwiefern wir jetzt dadurch das langt, weiß ich nicht. Luftschiff. Jetzt noch mal ein bisschen Pemmican mit. Wie sieht's hier aus mit Pemmican? Also es steigt schon mal, ne? Das ist schon mal gut. Das kann hier echt noch was werden. Also was für ein Fass, Leute. Was für ein Fass wir hier aufgemacht haben. Hier ist mal so eine Quest gerade, sehe ich. Aber ich sehe die gerade nicht. Sternchen. Da. So, was wollen die? Ich bin dem Wollhaar-Mammut auf der Spur. Es ist nicht besonders dringend. Wollhaar, okay, ich sehe es schon hier. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Flugroute ist eingezeichnet. Holen wir das mal hier ab. Wollhaar-Mammut.
Vielleicht finden wir ja irgendwas fürs Museum, ne? Weil diese Luftschiffe sind echt schon schnell, ne? Das ist schon echt erstaunlich, so eine Siedlung auf so einer Scholle. Muss ich sagen. Ein neuer Auftrag? Also ich sehe jetzt auch momentan die finanziellen Mittel nicht, um einzusparen. Da müssen wir echt nochmal gucken. Wir gehen ja auch nochmal kurz... Immer mehr Knochen. Sie führen uns irgendwo hin. Immer mehr Knochen? Soll es weitergehen oder wie? Ich habe falsch gedrückt. So kommen wir da hin, ne? Nein, ich muss da selbst hin. Alles klar, dann fliegen wir mal weiter. Manövriere! Ach nee, klicken Sie auf ein gefrorenes Mammut. Nee, Moment. Okay. Luftschiff! Sind wieder ein paar Knochen. Da auch. Gehen wir mal dahin. Ups. Im Schwebezustand. Moment. Klicken Sie auf eingefrorenes Mammut. Die Menschen lassen Sie hochleben. Erwarte neuen Kurs. Hier sind ein paar Sachen. Oh, Leute. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Eieiei. Wahnsinn. Also das haut mich gerade um. Echt schön. Echt schöne Sache. So, klicken wir mal drauf, ne? Eine Art Mammutfriedhof. Holen Sie den Mammut, ja, okay. Luftschiff. Steuere. Ziehen Sie es nicht in die Länge. Wahnsinn. Echt geil. Viele frühere Expeditionen haben sich im Eis verirrt. Die meisten mussten wertvolle Vorräte zurücklassen. Wir könnten danach suchen. Okay, machen wir auch. Holen Sie die verlorene Fracht, sagt er. Sagt sie. Leute, wir haben Mammut gefunden, ey. Bin ich froh über die Öfen. So hässlich sie... Neue Funde drehen sich. Unser Wollhaar-Mammut schreit geradezu danach, rekonstruiert, ausgestopft und ausgestellt zu werden. Ja, wo ist denn das? Bereit. Hier ist es. Okay.
Das machen wir mit... wo ist unser Flaggschiff eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wo ist unser Flaggschiff? Das ist ein Cap Trelawney. Moment. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Ich finde gerade mein Schifflein nicht, ne? Kurs gesetzt. Das muss ich mal suchen. Wo ist unser Schiff, Leute? Die Samuel Good ist hier, okay. Fahren wir mal in die Arktis. Nach King William Island, bitte. So. Alles bereit. Die Klipper hier. Ruder übernehmen. Auf Ihren Befehl. So. Wie sieht's hier aus? Kann ich Arbeitsplätze hier einfach mal weglassen? Brot könnten wir runterfahren. Machen wir auch. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Wie sieht's mit Mehl aus? Getreide ist auf Plus, weil es auch voll ist, glaube ich, ne? Sanfte Sonnenstrahlen fluten die Lichtung. So, ich will hier noch mal kurz gucken. Ditchwater, alles. Schweine. Getreide und Schweine noch, ne? So. Ja, noch mal ein bisschen was von den Schweinen hier weg. Und Getreide. Ganz schön knifflig im Moment. Ach so, wir hatten ja noch ein Segelschiff gebaut, ne? Das sollte von dort eigentlich Nähmaschinen rüberholen, ne? Crown Falls, Bright Sands, Nähmaschinen. Und das werden wir jetzt natürlich nochmal einrichten. Neue Route, Crown Falls, Bright Sands.
Gruppe Capitrelloni Alte Welt. Und dann holen wir von dort mal bitte einmal Nähmaschinen raus. Und bringen sie mal rüber nach Bright Sands. Und annehmen. Super. Und ja, es wird auch weitergehen, ihr Lieben. Wir werden hier mal weitersuchen nachher. Und ja, das wird hier noch was, Leute. Das wird hier noch lang und spannend. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Wir müssen mal gucken, wie lange das hier dauern wird. Aber wir haben damit ein Fass aufgemacht. Aber ich freue mich drauf. Ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fari.